Guten Morgen! Heute das Video soll sich darum drehen, wie ich nun, nachdem ich wieder sozusagen angekommen bin in meiner Wohnung, ja, wie es für mich weitergeht. Das Video soll darum gehen, wie dankbar ich bin für eure Hilfe. Da komme ich gleich dazu, was ich meine. Und ja, so einen kleinen Ausblick auch geben. Weil ich habe ja schon in dem Video, ich verlinke euch das oben, ja, annonciert, dass der Umstieg von der Wanderung wieder in einen festen Wohnsitz schon durchaus zum einen sein Tribut gezollt hat, in emotionaler Weise, dass ich da durchaus bedrückt war, und zum anderen ja auch für mich vieles ja in Frage gestellt hat. Und darum soll es heute gehen. Das erste ist erstmal riesen fetten Dank, und der ist wirklich richtig fett, an all die Menschen, die ja mein Video gesehen haben und gehört haben, dass mein Computer kaputt ist, und ja, sich da berufen gefühlt haben, mir zu helfen. Und ja, da gibt es zwei, die sehr stark geholfen haben. Dann gibt es viele, die mir mit Ratschlägen geholfen haben, viele, die mir Hilfe angeboten haben. Und ja, ich möchte jetzt gar keinen rausstellen. Diejenigen, die besonders große Hilfe geleistet haben, die wissen das selber. Ich möchte einfach mal wirklich Danke sagen, von Herzen Danke sagen, dass über diesen Austausch, dass mir Hilfe angeboten wird, wenn ich in einer Situation bin, die hilfebedürftig erscheint, dass dieser dann auch geleistet wird. Das finde ich wirklich richtig toll. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier immer in meinem Zimmer oder in der Küche oder jetzt sind wir noch draußen, aber ich sitze immer vor der Kamera und rede mit dieser Kamera, und letztlich habe ich nie das wirkliche Feedback. Aber durch solche Aktionen, dass wir jetzt mit dem Computer oder kaputt ist oder war, das ist halt ja, phänomenal, was da zurückkommt, und da bekomme ich halt eben auch dieses Feedback. Ich habe auch das eine Video euch ja präsentiert, was ich zwar vorproduziert habe, was generell bei mir immer so ein bisschen Willkommen in der Welt der Lügen hieß das, ich verlinke euch das mal oben, was bei mir immer so auch so einen Grundzweifel lässt, was erreiche ich denn überhaupt? Das, was ich tue, macht es einen Sinn? Diese Fragen sollte sich übrigens jeder stellen, egal was er tut. Und da hilft das natürlich, dass bei solchen Sachen ich dieses positive Feedback bekomme in Form von Hilfe, und die Leute sagen, hey, das, was du tust, das hat mir so viel Mehrwert geschaffen, das ist mir so viel wert, dass ich ja da auch gerne was zurückgeben möchte. Und da möchte ich auch weiter, wie ich das, deswegen habe ich das manchmal auch so reingeblendet, weil ich glaube, manchmal ist das gar nicht bewusst, wie viel das wert ist, wie viel das mir wert ist und wie viel Motivation das mir auch bringt, meine Arbeit weiterzuführen, ja, auch an die Patreons. Das heißt, an die Menschen, die wirklich monatlich freiwillig mir einen Betrag überweisen. Das heißt, ohne dass irgendein Zwang bestünde, dass sie sagen, deine Arbeit ist so viel wert, dass ich sage, okay, ich möchte jeden Monat 1 Euro einfach ja, dir überweisen über die Patreon-Seite, oder einige machen das jetzt auch über Überweisung direkt aufs Konto, und ja, und machen das einfach. Ne? Das ist wie wenn ich draußen langlaufe, sehe Müll und hebe den einfach auf. Das ist nicht, weil ich da irgendwie ein Danke bekomme von irgendjemanden oder sonst was, sondern weil sich das einfach richtig anfühlt. Und das ist auch der Weg des Herzens, dass man einfach Dinge tut, die sich richtig anfühlen. Auch wenn man dafür nichts bekommt, in dem Sinne, in unserem Denken. Wir sind ja immer in diesem Denken gefangen. Ne? Du gibst was, du nimmst was, und es gibt immer so einen Austausch. Und einfach seinem Herzen zu folgen und sagen, hey, ich gebe einfach was. Das ist das, was mein Weg ja schon längere Zeit ist und den viele von euch eben auch gehen. Und ja, und wenn sich so Herzensmenschen begegnen, und das gilt jetzt nicht nur in dieser Online-Beziehung, sondern das gilt halt auch offline, wenn ich halt den Menschen draußen begegne, auch die mich kennen, und ja, und dann merkt man, das ist der richtige Weg, und den kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich weiß, das ist sehr schwer umzusetzen, wenn man noch in diesem alten Denken drin ist, dieser Verstandesebene. Der Verstand ist gut, aber er sollte als Instrument genutzt werden und nicht als Lebensleitlinie, aber das wird uns doch beigebracht. Und deswegen wirklich
Ich möchte es auch gar nicht mich dafür schämen, dass ich da mich wiederhole, weil ich bin einfach so dankbar. Von der ersten Stunde bei YouTube an, wo Leute sich dafür interessiert haben, damals noch war ich auf andere Ebene dankbar, bis heute halt zu dem Punkt, wo sich Leute immer noch dafür interessieren, aber eben auch so einen Energieausgleich geben in Form von Patreon, also von Geld und in Form von Hilfe, in Form von Ratschlägen, in Form von sehr, sehr differenzierten Kommentaren, die mich selber anregen, die auch mein Leben wieder sozusagen befruchten und auf der Verstandesebene. Und ja, alles, was sich einfach gut für euch anfühlt. Und da einfach mal ein großes, großes Dankeschön. Also meine Rechneralltag ist wieder gesichert. Ich muss nicht mehr per Handy alles bearbeiten und beantworten. Und die Frage ist jetzt natürlich, stocke ich jetzt wieder die Qualität hoch? Oder belasse ich es tatsächlich bei derartigen Videos, wie ihr sie jetzt seht? Das heißt ohne diesen Bluescreen, sondern einfach nur per Handy. Die Qualität ist nicht so hoch. Man hat visuell nicht so diese Schnitte, ich habe ja in den letzten Monaten noch mit den Schnitten experimentiert, dass ich halt sozusagen noch Schnitte gemacht habe, damit der Zuschauer immer was Neues sieht und sozusagen dran bleibt. Längere Kundenbindung, so nennt sich das bei Google Analytics. Und es hat tatsächlich funktioniert, so traurig das ist, aber es hat funktioniert. Das heißt, meine Videos werden jetzt länger geschaut, nur weil ich einfach ein paar Schnitte einbaue und dann mich anders positioniere. Aber will ich das wirklich? Will ich da unterbewusst an diese Sachen ran? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Menschen, die aufgrund dessen, dass es viele Schnitte gibt und eine gute Qualität der Videos existiert, ob das die Menschen sind, die wirklich auch meinen Kanal als etwas sehen, was ihr Leben bereichert oder nur als Unterhaltung oder als, es gibt ja auch Menschen, die sich einfach nur aufregen, es gibt ja gerade bei gewissen Themen, das weiß ich gar nicht, ob ich diesen Weg weitergehen möchte oder ob ich einfach hier nur da sitze, mit euch rede, so einfach, so simpel, so langweilig in YouTube, natürlich dann eben nicht so erfolgreich bin, aber ihr hört es glaube ich schon aus meiner Stimme. Ich glaube, es wird wohl dieser Weg sein. Es wird dieser Weg sein, dass ich wieder runterfahre, was die Qualität angeht. Wieder runterfahre, was diese ganzen fancy YouTube-Mechanismen angeht. Und ja, einfach mich darauf besinne, was ich zu sagen habe. Und das möchte ich euch heute mitteilen. Es kommen noch einige Videos, die vorproduziert sind. Ich habe da tatsächlich ganze Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, wie viele sind, 10, 15. Ich werde immer mal ein aktuelleres einstreuen. Das seht ihr wahrscheinlich an meinem abrasierten Bart. Ich habe sozusagen meine Frisur geändert auf Feedback von Personen, die mich gerne küssen. Ist es so, dass dieser Bart hier oben oft als störend empfunden wird. Oft ist übertrieben, aber schon eher als störend empfunden wird. Und ja, Äußeres ist nicht so mein, dass ich da so großen Wert drauf lege, und von daher habe ich ihn einfach abrasiert und ja, das nur mal so als Information, so könnt ihr erkennen, was für Videos sozusagen aktuell sind und welche Videos vorproduziert sind. Ja, das soll es als kleines Update mal gewesen sein, also herzlichen Dank an alle, die mir bei meinem Rechner geholfen haben, Hilfe angeboten haben und ja, letztlich dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass ich wieder einen Computer zur Verfügung habe. Und danke generell an alle Menschen, die meinen Kanal unterstützen, die den Kanal schauen, die auch den Kanal teilen, die sagen, hey Freunde, das und das, da könnt ihr vielleicht die eine oder andere Inspiration gewinnen. Einfach danke wirklich an alle, die irgendwie an mich denken. Und ich erwähne das auch immer wieder, auch nochmal explizit bezüglich dieser Amazon Reflinks. Weil das ist eine große Einnahmequelle für mich. Und wenn jemand über Amazon kauft und vorher quasi über einen meiner Links einkauft, bekomme ich halt einen Anteil dazu. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist zwar nur ein Klick, aber das sind viele Menschen von euch, die das tatsächlich machen. Das kostet euch nichts außer diesen Klick. Aber trotzdem ja, muss es gemacht werden und der Gedanke ist entscheidend und ja, und ihr macht das. Und wie gesagt, auch dafür danke. Ich bin einfach ein sehr dankbarer Mensch für das, was ich tue und
Ich weiß nicht in letzter Instanz, logischerweise, dass ob ich das YouTube so in der Intensität weitermache. Es gibt mir sehr viel, aber ich merke auch, es gibt Tage, wo ich gerade nach der Wanderung, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht auch so mal wieder komplett in die Ruhe komme, komplett ausschalte. Und mein Leben war ein Leben voller wechselseitiger Gefühle und voller Veränderungen. Ich habe mich immer wieder transformiert, wie man das jetzt sozusagen in spirituellen Kreisen nennt. Ich habe mich einfach verändert. Und ja, ich werde mich wahrscheinlich auch immer weiter verändern. Ich werde euch, solange ich auch das positive Feedback von euch erhalte und auch einfach dieser Austausch auch da ist mit euch, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ich möchte, dass ihr profitiert davon, was ich für Erfahrungen mache. Das ist mein tiefer Wunsch. Ich möchte die Menschen anregen, bewusster zu leben, ausgehend von meinen echten Erfahrungen. Deswegen werde ich auch wieder zurück auf dieses bisschen auf dieses echte Level zurückfahren und eben nicht YouTube erfolgreich und so weiter. Was halt unterschwellig dann trotzdem immer kommt, wenn man Google Analytics anklickt und man sieht natürlich, was erfolgreich ist, ne? Was gibt mehr Klicks und so weiter. Und ja, ich muss nach wie vor eben diesen Mittelweg finden. Eine interessante Überschrift, da geht's schon los, ne? Interessante Überschrift. Ne? Ist es Clickbait, ist es kein Clickbait? Thumbnails. Also ist halt eine tägliche Herausforderung, irgendwo mir treu zu bleiben und zu sagen, okay, du machst das so oder so. Und es wird immer welche geben, die sagen, hey, mach doch ein bisschen mehr, dass du mehr Zuschauer bekommst. Du brauchst mehr Abonnenten. Ist doch schade, wie wenig Abonnenten du hast. Wenig, über 7000 Menschen, aber ne, im Vergleich zu großen Kanälen. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, hör auf mit diesem Clickbait. Das hast du gar nicht nötig. Mach doch einfache Sachen und simple Überschriften und so weiter. Deswegen, ich kann es niemandem recht machen und deswegen kann ich nur versuchen, es einer Person recht zu machen und das bin ich selber und versuche eben meinen Mittelweg zu gehen. Und ja. Ich hoffe, wir haben weiter eine schöne Zeit. Wir haben jetzt über 1400 Videos, die ich mit euch geteilt habe, täglich gesendet. Ich hatte letzte Woche mal 2 Tage, wo ich nicht gesendet habe und ich habe mir auch insgeheim vorgenommen, auch mal einen Tag einfach nicht zu senden. Einfach um diesen Nimbus des ich sende jeden Tag, dieses Dogma, einfach zu unterbrechen. Es war ganz bewusst gewählt. Ich hatte noch genug Videos zum Senden, aber ich habe bewusst mal 2 Tage nichts gesendet. Einfach um das einfach mal zu unterbrechen. Und ja, das ist jetzt mein Handy, was klingelt, mit dem ich auch aufnehme. Ich weiß nicht, ob man es hört. Das habe ich letztlich getan und das war auch ein wichtiger Schritt. Einfach um wieder ganz klar meinen Weg zu gehen. Meinen Weg zu gehen, authentisch und das, was ich fühle, echt rüberzubringen und ja, da einfach nicht abzuweichen. Jetzt aber wirklich Schluss. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und eventuell sehen wir uns morgen. Poste nicht mal jeden Tag ein Video. Aber wie ich mich kenne, werde ich trotzdem fast jeden Tag ein Video posten, einfach weil es mir total auch Freude macht. Danke. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.